Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass das Interesse an Sicherheit bei Ihnen sehr, sehr stark gewachsen ist. Klar, man hört es in den Medien, es wird sehr viel eingebrochen, genauer gesagt alle 2,5 Minuten. Ja, und jetzt, wo man verreist, ist das natürlich immer so eine Sache, ne? Dass man ein ungutes Gefühl hat, die Wohnung, das Haus, was auch immer, alleine zu Hause zu lassen. Und gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Hab und Gut überwachen kann. Einmal sehr auffällig, so dass jeder Einbrecher sieht, oh, hier brauche ich gar nichts einbrechen. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, Sachen zu überwachen, wenn man jemanden ertappen will bei etwas. Ne? Wenn man etwas unauffällig überwachen will, ohne dass es jemand bemerkt. Und solche Kameras haben wir jetzt für Sie. Sogar was brandneues im Sortiment und das für ganz kleines Geld. Und Ralf hat 3 verschiedene Modelle mitgebracht. Ja, also einmal für innen, einmal für überall und einmal für den ganzen kompletten Außenbereich, ihren kompletten Garten ringsherum. Beginnen tun wir mit dem für innen. Und zwar wunderbar einzusetzen im Wohnzimmer, im Büro, im Empfangsbereich, weil das ist eine Kamera, die stelle ich einfach auf, hier jetzt in dem Moment sichtbar. Das heißt auch, ist ja schön, dass die Leute, die kommen, gleich wissen, dass sie gefilmt werden. Denn sobald jemand vor die Kamera kommt, setzt automatisch, das sehen wir jetzt oben an dem Blinken, der Bewegungssensor ein und dann wird aufgenommen. Das Ganze in HD-Qualität und wird gespeichert auf einer Micro-SD-Karte, die bitte separat bestellen, bis 32 GB groß. Aber gleichzeitig, und deshalb liegt jetzt auch ein Smartphone nebendran, gibt es zu dieser Kamera eine kostenlose App. Und Sie können die Bilder dieser Kamera jederzeit auf der App abrufen. Die aufgenommenen als auch die Live-Bilder. Und gleichzeitig, sobald die Aufnahme hier gestartet wird durch Bewegung, schickt die Kamera eine kleine Benachrichtigung auf Ihre App und so verpassen Sie auch nie, wenn jemand reinkommt. Also Ladengeschäfte wäre das schön, gerade bei kleineren Geschäften bzw. vom Personal her kleineren Geschäften. Sie sind irgendwo hinten im Lager, müssen was holen, dann schauen Sie einfach, was vorne in der Zeit abgeht, also was, wer kommt. Eine Zwei-Wege-Kommunikation haben wir auch. Das heißt, wer vor der Kamera ist, kann von Ihnen dann auch übers Handy angesprochen werden, ja, und Sie hören natürlich auch die Antworten. Und wenn Sie mal gerade nicht das Handy zur Hand haben, kann auch nichts passieren, weil alles, was vor der Kamera passiert, automatisch auch aufgezeichnet wird und zwar eben auf dieser Micro-SD-Karte. Das sind schon fantastische Aufnahmen, die ich hiermit machen kann. Sehr scharf in HD, du hast gesagt, auch bei Nacht, bei Bewegung, ja, es nimmt nicht permanent auf, sondern wirklich nur, sobald sich jemand in diesem Bereich bewegt. Und das ist jetzt hier wirklich live bei uns. Die Kamera ist angeschlossen, Sie sehen es mit Hilfe des Kabels. Und jetzt habe ich mir die App runtergeladen, also nicht ich, sondern das Set. Und jetzt sehen wir jetzt Ralf hier live bei uns im Studio, direkt hier auf dem kleinen Display. Da sehen wir den Ralf und egal in welche Richtung ich das jetzt drehe, man hat sofort gute Live-Aufnahmen. Okay, das ist natürlich toll, oder? Direkt, egal wo Sie sind, haben Sie Ihr Handy dabei und können sehen, wer ist jetzt bei mir der Übeltäter. Und im Büro, also ist das auch schön, wenn man mal zur Mittagspause ist. Wer geht in mein Büro? Da hat keiner was zu suchen. Empfangsbereich, wirklich finde ich ganz, ganz wichtig, wenn man den Empfang nicht ununterbrochen hier natürlich besetzt hat, aber ich kann das auch wirklich mal auf einen Schrank oder auf einen Schreibtisch ein bisschen versteckter machen, auch für Nachtüberwachung, weil hier ist auch Infrarot-Nachtsicht mit dabei. Das heißt, auch wenn mal jemand nachts in diesen Bereich kommt, wird er trotzdem gestochen scharf in HD-Qualität aufgenommen. Und das ist eine so umfangreiche Kamera. Ja, vor wenigen Jahren konnte man sich das überhaupt nicht vorstellen, dass sowas technisch möglich ist. Und wenn es dann technisch möglich war, dann war es unbezahlbar. Und jetzt muss ich sagen, dieser Preis, der ist fast schon lächerlich. 28,41 € für so viel Sicherheit. Gastronomen sollten das aufstellen, gerade wenn sie nicht immer in der Wirtschaft sind, sondern mal hinten oder im Lager was holen, dass ich weiß, was da vorne passiert. Dann natürlich an Empfängen, aber auch im Privatbereich oder um mein Büro zu schützen. Überall da ist das einzusetzen. Da oben sehen wir übrigens den Steckplatz für die Micro-SD-Karte. Also wie gesagt, die Kamera zeichnet selbstständig auf, sobald Bewegung vor die Kamera kommt. Aber Sie bekommen gleichzeitig auch die Benachrichtigung auf Ihre App. Und egal, wo Sie auf der Welt sind, sobald Sie Internetempfang haben, können Sie auf die Live-Bilder oder auf die aufgezeichneten Bilder der Kamera zugreifen. Also ich muss wirklich sagen, der Preis 28,41 € für so eine hochwertige Kamera mit solchen Optionen, Nachtsicht, Bewegungserkennung,
Dann die Möglichkeit, ich muss nicht zu Hause sein, um zu sehen, wer ist in meiner Wohnung. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht toll? Beste Aufnahmen in HD. Normalerweise kosten solche Überwachungskameras wirklich weit über 28 Euro. Das kann man doch mal ausprobieren. Die kann man entweder ganz auffällig platzieren oder eben versteckt platzieren. Das ist natürlich genial. Und jetzt hören wir hier auch noch den Ton bei unserer App. Das ist ja das Schöne. Du hast Bild und Ton. Das ist eben das Perfekte hier. Also Kommunikation auf Sichtebene, aber auch mit Ton. Und dann eben Gegensprechfunktion. Wenn wirklich mal jemand vor der Tür steht, den man ansprechen will, komm, warte mal ein paar Minuten, ich bin gerade ganz hinten im Lager oder Ähnliches. Das ist perfekt. Ja, perfekt mit der NX 4303 und der 569. Für einen kleinen, ja, ich nenne es mal Probierpreis, ne? Ist das was für mich? Brauche ich mein Hab und Gut weiter überwachen? Ich meine, da machst du ja nichts falsch bei 28 Euro. Auch wenn Sie zum Beispiel so ein kleines Ferienhäuschen irgendwo haben oder so ein kleines Sommerhäuschen, Gartenhäuschen, da kann man das auch wunderbar einsetzen. Oder wie hier Büroräume oder natürlich zu Hause gleich den Eingangsbereich. Entweder Sie stellen es auffällig hin, damit jeder sofort sieht, aha, hier wird überwacht. Oder eben auch versteckt in so einer Pflanze oder so. Da kann man das auch wunderbar einsetzen. Das war jetzt eine Kamera, da sieht man, dass man überwacht wird. Ne? Dann gibt es aber auch so Bereiche, die möchte man gerne überwachen, weil man wissen will, war das jetzt wirklich derjenige, der mir den Joghurt aus dem Kühlschrank weggegessen hat? Also so kleine, unauffällige Kameras. Und auch solche haben wir für Sie. Und das ist für mich so die kleinste Kamera, ja so ein bisschen wie Eiswürfelformat. Ne? Also es dürfte eine der kleinsten eigenständigen Kameras sein mit diesen Optionen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich habe noch nie eine kleinere gesehen. Weil Sie sehen erstmal hier natürlich die Kameralinse und wir sehen auch hier oben eine Infrarot-LED, Nachtsicht bis zu 10 Metern. Die hat eine Würfelseitenlänge von nicht mal 3 Zentimetern. Also das ist verschwindend klein, aber sie nimmt in HD-Qualität auf. Ebenfalls mit Bewegungssensor ausgerichtet. Und die kann ich jetzt platzieren, wo ich möchte. Weil da gehört als Zubehör noch so eine kleine Halterung. Das ist eine Magnethalterung dazu. Und die, mit der kann ich jetzt auch aus jedem Winkel eben auf mein Objekt meiner Begierde hier die Kamera ausrichten. Und sobald da Bewegung hinkommt, dann wird das aufgenommen. Also nicht aufgenommen, übrigens mit einer unglaublichen Kapazität von bis zu 128 GB. So groß darf nämlich die Micro-SD-Karte sein. Aber was hier das Riesen-Highlight ist noch, ich kann das ganz einfach in mein WLAN einbinden und habe dann mit der kostenlosen App auch wieder Zugriff von überall auf der Welt auf diese Kamera, auf die Live-Bilder und auf die bereits aufgenommenen Bilder. Also Sie haben mit Sicherheit schon kleine Kameras gesehen, aber so kleine. Und was wir hier jetzt auch sehen, die funktioniert ohne Kabel. Da ist ein Akku eingebaut und mit der Aufnahmeautomatik per Bewegung wird immer jeweils eine Minute an Aufnahme gestartet. Wenn in dieser Minute keine weitere Bewegung kommt, dann stoppt die Aufnahme wieder. Und hier, dieser Akku hält es aus, 50 Minuten, also 50 Auslösungen hier zu filmen, bevor der Akku eben schwach wird. Ich kann das noch verlängern, indem ich eine Powerbank anschließe, dann kann ich sogar über Wochen hinauszögern. Aber wenn ich jetzt mal bedenke, ich möchte damit zum Beispiel mein Ferienhaus überwachen, mein Boot, mein Wohnwagen, etwas, oder wenn ich so einen fest angelegten Campingplatz habe, auch mit Wohnwagen vorzählt, möchte ich wissen, was dort los ist, wenn ich zu Hause bin. Ja, dann ist es überhaupt kein Problem. Entweder ich schaue live auf die Bilder übers Internet, also über meine App, oder wenn ich zurück bin an meinem Boot, Auto, Haus, egal wo, dann entnehme ich diese Micro-SD-Karte und schaue mir alle aufgezeichneten Bilder an. Und es filmt ja nicht durchgehend, sondern es filmt immer nur dann, wenn es interessant wird, das heißt, wenn Bewegung vor der Linse ist. Wir könnten es natürlich noch ganz anders nutzen und da ist noch eine zweite Halterung dabei, im Prinzip ein Kleiderclip. Und Sie sehen ja, die Kamera ist magnetisch und jetzt kann ich das zum Beispiel auch mal an eine Jackentasche oder an ein Hemd machen und kann jetzt das wie eine Actioncam im Prinzip hier verwenden. Also auch mal bei einer Party vielleicht ans Hemd. Ich mache es mal kurz, schauen wir mal, ob es hier gut funktioniert. Achtung, machen wir es mal hier direkt an die Leiste und schau mal, jetzt hätte ich es hier und würde den ganzen Abend mit der Party, die würde ich filmen, aus verschiedenen Perspektiven, ja, und hätte dann mit Sicherheit auch ganz, ganz interessante Aufnahmen über den Tag verteilt oder ins Hemd, da ist es vielleicht sogar, in der Hemdtasche ist es noch stabiler, also das können Sie sich aussuchen, wohin Sie es machen. Also das ist schon cool, ne? Für 66 Euro, das ist ein Wahnsinnspreis.
Das ist eben der Wahnsinn. Die kleinste oder mit einer der kleinsten Kameras der Welt, mit eigener Internetanbindung, also mit der Möglichkeit des Fernzugriffs, mit diesen verschiedenen Halterungen. Hier sehen wir nochmal die Magnethalterung, also auf einer Seite, da sehen Sie es natürlich nochmal deutlich, der Industriekleber, das hält überall, zum Beispiel auch auf dem Schrank. Und dann habe ich die Möglichkeit, die komplett auszurichten, weil du siehst, das ist ja eine Kugel. Und mit dem Magnet habe ich da im Prinzip 360 Grad Spielraum, sodass hier also wirklich aus jedem Winkel gefilmt werden kann. Das ist für mich also wirklich die perfekte Lösung, wenn ich mal etwas überwachen möchte. Na, wenn ich das zum Beispiel wie hier oben an einem Türrahmen platziere, habe ich auch einen viel größeren Blickwinkel dann auch. Ne? Eine Kamera, die ich jetzt hier so aufstelle, die ist ja immer nur in eine Richtung ausgerichtet, auch gut. Aber wenn ich jetzt wirklich mal einen größeren Bereich überwachen will, dann platziere ich das oben so am Türrahmen. Hält ja ultra fest, ne, mit dem Magnet. Und dann kann ich wirklich so aus Vogelperspektive schauen und habe einen größeren Überwachungsbereich. Aber schauen Sie mal, wie einfach das auch angebracht ist. Wir haben nichts gebohrt, nichts geschraubt. Einfach nur dank des starken Magnetes und des Industrieklebers. Ist doch toll. Und jetzt für 66,41 €. Wenn Sie solche Kameras irgendwo sehen, dann gehen die bei 130 Euro los. Das ist wirklich so. NX4459 und die 569, zumal Sie für den Preis halt das ganze Zubehör noch mitbekommen. Ne? Also den Clip, du hast gesagt, kann man wunderbar für so eine Art wie eine Actioncam benutzen oder eben für lustige Aufnahmen. Ist das toll. Und jetzt kommen wir zu einem brandneuen Produkt. Das ist wirklich super, ganz neu bei uns im Sortiment. Und das ist jetzt ein komplettes Überwachungssystem. Konnte sich früher nur die Elite leisten, ja. Die Systeme mit einem Monitor, wo man dann schauen konnte, was bewegt sich da auf meiner Terrasse oder ja im hinteren Eingangsbereich. Und das können Sie jetzt für kleines Geld käuflich erwerben. Ja, und in diesem ganzen Preis, den Sie jetzt sehen, 284,91 € sind vier dieser Kameras mit drin. Und zwar in Full-HD-Auflösung, um das mal in Zahlen zu nennen. Das sind 1920x1080 Pixel. Die bringen Sie einfach innen, also in der Halle, Garage oder außen an, weil die sind natürlich auch wetterfest. Das heißt also, bei einem normalen Einfamilienhaus gehen wir jetzt mal von hinten im Garten aus. Auf der rechten Seite ist vielleicht der Carport, auf der anderen Seite der Kellerabgang und vorne der Eingang. So, das wäre so die Regel, aber das kann man natürlich flexibel halten. Und die verbinden sich jetzt per Funk mit dem Hauptteil. Das ist ein Festplattenrekorder, den wir jetzt gleich sehen, den ich ganz einfach bei mir im Büro an einem Monitor anschließen kann oder, wie wir es hier gemacht haben, im Fernseher, im Wohnzimmer am Fernseher. Da haben wir ja mehrere HDMI-Steckplätze, da ist mit Sicherheit noch einer frei. Und jetzt mal angenommen, du hörst eben komisches Geräusch draußen und gerade als Frau, du bist allein und weißt nicht, was ist denn jetzt im Garten? Dann schaltest du einfach um, schaust auf die einzelnen Kameras. Gleichzeitig kannst du es aber auch so einstellen, dass sobald Bewegung vor den Kameras ist, dass es sofort aufgezeichnet wird. Und zwar intern, hier mit einer internen Festplatte, die bis zu 4 Terabyte groß sein kann. Das entscheiden Sie, einfach einlegen. Und ich zeige Ihnen mal, wenn wir jetzt darüber gehen, ganz einfach, wie einfach das alles ist. Also unglaublich leicht zu installieren, auch für einen Laien, die 4 Kameras dorthin ausrichten, wo Sie Sie es sehen wollen. Und dann, das haben wir jetzt mal gemacht, aber hier im Studio, das soll jetzt einfach nur die Funktionsweise machen. Sie sehen, wir haben 4 Kameras bei uns an der Decke, die haben Sie vorhin gesehen. Und jetzt sehe ich hier, oh, rechts hier, da, das wäre jetzt bei Ihnen, also hinterm Haus, sagen wir mal, im Garten, oh, da ist jemand. Jetzt schaue ich mal. Und zwar nehme ich einfach die Maus und mache jetzt hier mal einen Doppelklick drauf zum Beispiel. Dann habe ich hier das schon mal im großen Bild. Ja? Jetzt natürlich gleich wieder alle 4 anschauen. Und wichtig ist, wenn jetzt Bewegung kommt, und ich habe diese Aufnahmeoption drin, dann werden alle 4 Kameras aufgezeichnet. Also angenommen, hier, Anne-Kathrin wäre jetzt ein Einbrecher und das wäre ums Haus, der läuft ja weiter dann. Wir läuft ja dann gleich wieder weiter und ich habe ihn immer im Bild. In Full-HD-Qualität. Mit einer Reichweite übrigens von 120 Metern von der Kamera bis zum Empfangsteil, also unserem Festplattenrekorder hier. Den binde ich auch noch in mein Internet mit ein, also in mein WLAN. Das geht auch unglaublich einfach. Und jetzt kann ich von überall auf der Welt auf die Live-Bilder zugreifen, kann schauen, ist bei mir alles in Ordnung. Wenn die Aufnahme ausgelöst wird durch eine Bewegung, bekomme ich auf meiner App auf dem Smartphone oder auf dem Mobilgerät einen Hinweis. Und ich kann auch jederzeit auf die bereits aufgenommenen Dateien auf der Festplatte zugreifen, auch aus der Ferne.
Und das gibt mir die Sicherheit, dass ich weiß, wenn mal irgendwas nicht stimmt oder wenn wirklich mal was passieren würde, ich bekomme eine Nachricht auf meinem Smartphone, ja, und wenn ich dann nicht gleich reagieren kann, weil das Smartphone gerade im Hotelzimmer liegt oder ähnliches, auch kein Problem. Wenn wirklich was Gravierendes ist, habe ich die Übeltäter in Full HD-Qualität gefilmt. Und das ist für mich jetzt im Moment erstens mal von der Auflösung her die brillanteste Kameratechnik, die es gibt und natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Du hast es gesagt, früher hat man solche Überwachungssysteme in Hollywood-Filmen in diesen Villen der Multimillionäre gesehen. Jemand anders konnte sich das nicht leisten. Heute kann sich das jeder leisten. Und wer mal die Einbruchs-, die Kriminalistik-Statistik gesehen hat, so jetzt habe ich es ungefähr, vom letzten Jahr, der hat vielleicht gesehen, dass Einbrüche zurückgegangen sind, die Aufklärungsquote aber nach oben gegangen ist. Und das hat einen ganz, ganz wichtigen Grund, weil immer mehr Privathaushalte mit solchen Kamerasystemen aufrüsten. Das heißt, viele werden auf frischer Tat ertappt oder andere werden nachträglich durch die ultrascharfen Aufnahmen hier identifiziert. Ja. Und man muss ja immer wissen, wenn 20 Einbrüche sind, das sind ja nicht 20 verschiedene Täter, das sind oftmals zwei Tätergruppen. Das heißt, wenn ich bei mir einen Einbrecher schnappe, verhindere ich damit auch in Zukunft 10, 20, 30 Einbrüche. Ja, und so ist diese Statistik nach unten gegangen. Aber man muss sich einfach schützen. Sichtbar anbringen bitte die Kameras. Am besten noch vorne am Eingang irgendwo ein Aufkleber. Dieses Objekt wird videoüberwacht. Und dann können Sie in 10 Jahren sagen oder vielleicht mal denken, oh, ich habe mir die Anlage komplett umsonst gekauft, ist ja nichts passiert. Ja. Nein, dann ist vielleicht nichts passiert wegen dieser Kameras. Und was hier auch noch wichtig ist, Anne-Kathrin, ist das sichere Gefühl in der Magengegend. Du kennst das sicher auch. Man ist nur mal ein Wochenende weg oder auch mal 1, 2 Wochen in Urlaub und hat irgendwie so ein komisches Gefühl, zu Hause stimmt nicht alles. Ist da irgendwas passiert? Ja? Und dann hast du ja normalerweise nicht die Möglichkeit, einfach mal kurz zu Hause vorbeizuschauen. Das stimmt. Jetzt hast du die Möglichkeit. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit 4 Überwachungskameras. Und das sind solche Kameras, die man eben auffällig platziert, damit erst gar niemand in ihre Wohnung hier hineinkommt. Ja? Also häufig hat man ja auch viele Kameras, die sieht man nicht, beziehungsweise der Einbrecher sieht sie nicht und ist dann schon drin, hat ihre Wohnung ausgeraubt. Klar, vielleicht zahlt die Versicherung alles. Aber dieses Gefühl, in meiner Wohnung wurde eingebrochen, in meine Privatsphäre, das gibt ein kein sicheres Gefühl mehr, weil man weiß, da war jetzt schon mal jemand drin. Das ist abschreckend. Das ist Abschreckung pur. Die sollen gesehen werden, die sollen auffällig sein. Und wie gesagt, da sieht man auch sofort, das ist Qualität. Ne? Also das ist jetzt kein Dummy. Da sieht man, das ist Qualität. Hier nehme ich lieber Reis aus, gehe zum nächsten oder lass es lieber sein. Aber das ist doch wirklich klasse, oder? Und wenn wir mal direkt vorne in die Kamera reinschauen, sehen wir auch nicht nur die Linse, die Full HD auflösende Linse, sondern drunter ist der Bewegungssensor und ringsherum sind Nachtsicht-LEDs und die sorgen dafür, dass auch bei stockfinsterer Nacht 25 Meter weit gestochen scharf aufgenommen wird. Überwachen Sie Carport, Kellereingang, hinten die Terrasse, vorne den Eingang. Also wie gesagt, wie Sie es positionieren, ganz egal. Vielleicht haben Sie auch noch ein Nebengebäude, einen Pferdestall oder einen Schuppen. Das ist auch kein Problem, weil Sie haben hier vom Hauptteil zur Kamera, also hier von diesem Empfangsteil bis zur Kamera, 120 Meter Reichweite. Und die können wir auch noch erweitern, wenn wir dann eine Kamera haben und dann noch ein weiteres Stück. Da ist nämlich so ein sogenannter Repeater mit drin. Das heißt, dann kann ich die Reichweite bis auf 200 Meter verlängern. Das funktioniert bei diesem System auch. Ich finde es klasse. Die Auflösung höchstmöglich Full HD. Es sind 4 dieser hochwertigen Kameras drin. Alle 4 mit Bewegungssensor ausgestattet. Wir haben einen multiplexfähigen Rekorder, also diesen HDD-Festplattenrekorder. Sie entscheiden, wie groß die Festplatte darin sein soll, ob Sie 1 Terabyte oder bis maximal 4 Terabyte reinmachen. Ist Ihre Sache. Dann ins WLAN einbinden, wenn Sie das haben, wenn Sie es möchten, weil man muss das nicht. Aber dann habe ich noch die zusätzliche Option, weltweit Zugriff auf die Live-Bilder zu bekommen, zu haben, auf alle 4 Kameras und auch auf die aufgenommenen Bilder. Das ist die Sicherheit, die ich mir für zu Hause wünsche. Na, das Schöne ist, ich kann wirklich jede Seite des Hauses auch überwachen. Häufig oder viele haben dann im Haupteingang, haben sie eine Kamera angebracht, aber meistens kommen die Einbrecher ja auch durch Hintereingänge, Terrasse oder andere, vielleicht so einen Kellerabgang, kommen die ja auch irgendwie rein.
hinein, ne? Oder durch den Garten irgendwie. Da kann ich jetzt wirklich jede Seite überwachen. Da sind Sie auf der sicheren Seite. Und bitte tun Sie mir den Gefallen, schauen Sie nicht nach, wenn Sie irgendwas hören, wenn Sie alleine sind, liebe Frauen. Ja, das gilt an Sie. Sondern einfach auf den Monitor schauen, auf Ihren Fernseher schauen. Was ist da jetzt im Garten los? Aber auch die anderen Kameras, fantastisch, um eben Aufnahmen zu machen, entweder sehr auffällig oder unauffällig. Da war für jeden Bereich etwas dabei. Und vor allen Dingen auch toll der TV-Sonderpreis. Der gilt jetzt in den nächsten 2 Stunden. Deswegen schlagen Sie zu, rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0180 51 51 und dreimal der 2. Viel Spaß damit.